Models, ja, die dritte Gruppe. Dominik, Marvin, Julian, Aldin, Maxi und Luca. Alle mitkommen, Boys. Was? Jungs. Dominik, Enttäuschung. Machst du nicht. Doch. Es wäre schon auch ein bisschen Germany's Next Topmodel-like, wenn jetzt der Dominik sich durch die erste Entscheidung durchkämpft und dann in der zweiten jetzt irgendwie rausfliegt, weil es kann natürlich passieren. Ich fieber auf jeden Fall jetzt einmal mit für den Marvin. Also Marvin, der macht sich immer ein, zwei Mal mehr einen Kopf, als nötig ist. Ich bin eigentlich selbstbewusst, aber dann denke ich mir immer so, okay, vielleicht bin ich doch nicht so stark, vielleicht bin ich doch nicht so gut und so. Und dann ist auch generell heute so dieses so, ich bin ein richtiger Fan von Nihalo, dann ist sie noch Guest Judge, dann kann ich nicht abliefern, so wie die letzten Wochen so. Und das nervt und ärgert mich halt einfach so. Und dann war die Kritik jetzt auch nicht gerade positiv so. Ich lasse die Katze jetzt schon mal aus dem Sack. Nicht alle von euch werden weiterkommen heute. Denn so leid es mir tut, wir hatten wirklich bei allen etwas auszusetzen. Entweder waren die Posen zu robotermäßig, Dominik. Luca. Oder die Posen waren zu übertrieben. Ich denke an Marvin. Aldin. Oder die Posen aber waren zu steif. Julian. Oder sie waren zu ähnlich. Bei dir, Maximilian. Und deswegen habe ich leider nur noch 5 Fotos für euch. Aber freuen dürfen sich jetzt schon mal. Luca, Marvin, Julian und Maximilian. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und? Ja, wir sind weiter. Wir sind weiter. Also auf mein Pixel. Bro, Domi und Aldin sind noch drin. Domi und Aldin. Was? Aldin und Domi sind noch drin. Einer von beiden sind kein Aldin. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Ich fühle mich richtig gut, aber ich fühle mich auch schlecht, weil ich so sehr an mir gezweifelt habe. Ja. Ja, aber gut, dass du weißt, dann weißt du jetzt, du musst gar nicht. Ja. Weißt du? Endlich. Ja. Ach, Digga. Das muss es sein, oder? Dominik und Aldin, ihr beide habt uns leider heute am wenigsten gefallen. Wir fanden deine Posen over the top, Aldin. Und bei dir, Dominik, hat uns ein bisschen der Flow gefehlt. Du hast deinen Vorteil, heute hier schon mal laufen zu können, nicht wirklich nutzen können. Weil wenn ich mich richtig erinnere, hast du beim ersten Walk heute Morgen schon dieselbe Kritik bekommen. Und so gern ich dich mag,
muss ich dir jetzt leider sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich. Nein. Verarsch mich nicht. Was? Sayonara. Leute, ich sehe Aldin mit einem Bild. Und mein Kopf war sofort so, wenn Aldin ein Bild hat, hat Dominik keins. Aber ich war so, nee, nee, das kann ja nicht sein. Und dann sehe ich Dominik und er hat kein Bild. Und dann mein Kopf so, okay, er hat kein Bild, er ist raus. Und ich so, nein, 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 nein. Und irgendwie habe ich es nicht verstanden. Jetzt bricht nicht nur deine weibliche Bezugsperson Jana weg, sondern auch noch dein absolut bester Freund hier. Ich bin wirklich, wirklich stolz auf mich selber, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Klar, man hätte gerne gewonnen, aber ich sehe wirklich auch in jedem das Potenzial und vor allem in Armin. Den Weg musst du jetzt alleine bestreiten, ne? Ich glaube, ich werde morgen auch aufwachen und es nicht ganz verstehen. Ich glaube, morgen wird es wahrscheinlich sogar noch schlimmer, wenn mein Gehirn wieder normal läuft. Aber Jana weg, Felix weg, Jussi weg, Dominik weg. Tut schon weh. Ich glaube, keiner geht heute lächelnd schlafen, sag ich mal, sondern es ist wirklich auch, man merkt es in der Stimmung auch irgendwie, dass es sehr, sehr bedrückend ist. Ich war super erleichtert, als ich die erste Elimination überstanden habe. Aber umso mehr liegt natürlich der Druck jetzt auf mir, die zweite auch noch zu überleben. Boah, wenn ich heute fahren müsste, ich würde sofort heulen. Mir wird die Rotze runtertropfen, so stark würde ich hier heulen, wirklich. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, warum ihr hier gemeinsam steht. Denn leider konnte uns keine von euch heute so wirklich überzeugen. So schön, extravagant und außergewöhnlich ihr auch alle seid. Am Ende kommt es auch darauf an, was ihr aus eurem Potenzial macht. Und wie ihr die Aufgaben, die ich euch stelle, wie ihr die umsetzt. Wo die eine von euch vielleicht zu viel macht, gibt mir die nächste zu wenig. Die Kandidatin, für die ich mich heute entschieden habe, finde ich wunderschön. Doch leider gibt sie mir zu selten das Gefühl, dass sie den Aufgaben gewachsen ist. Lilly, ich habe heute leider kein Foto für dich. Es hat nicht sollen sein, es tut mir leid. I felt it, but couldn't say what we should have changed. So we stayed the same. Oh, oh, hard to know just what. Tut mir leid, vielen Dank trotzdem. Ich wünsche dir alles Gute schön, ja. Was haben wir denn hier? Da bist du, Lippen. That you never saw the end. Power said, let's be friends. But my life's not better when we're together. Herzlichen Glückwunsch. Einmal du. Herzlichen Glückwunsch. Und auch du. Herzlichen Glückwunsch. We're together, so I'll let you go. So I'll let you go. Go. Also es ist ein sehr beschissenes Gefühl, rauszufliegen. Aber ich habe trotzdem voll viel Freude gerade in mir, einfach weil die Leute, die ich hier kennengelernt habe und so die Reise, die ich mitmachen durfte, einfach krass war. Oh, my God. Oh. Bad now, bad now. Ja.
auch generell heute war so emotional, weil wir uns irgendwie auch alle mögen. Also auch die Personen, die alle gegangen sind. Ich glaube, ich habe mehr als nur einmal heute geweint. Ich glaube, ich brauche einfach mal ein bisschen Schlaf. Dann kann man sich vielleicht auch irgendwann mal für sich selbst freuen, aber jetzt gerade geht halt gar nicht. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.